Das sind die drei Gewinner vom Gewinnspiel. Das heißt, sie können jetzt noch ein bisschen mit euch abhängen. Schnell, mach so viele Fotos, wie es geht. Das sind Paparazzi. Chad, das war echt der allerbeste Abend meines ganzen Lebens. Ja, ich hatte echt so viel Spaß, das war richtig cool. Also im Ernst, dass wir einfach mit auf die Bühne durften, unglaublich. So, junge Dame, also das freut mich natürlich, dass du so einen schönen Abend hattest, aber jetzt geht es wirklich ab nach Hause und dann hast du auch erstmal Hausarrest. Oh Mann, Mama, müssen wir denn wirklich schon gehen? Ach, können wir nicht noch ein bisschen bleiben? Außerdem Conan Gray steht da hinten doch noch. Vielleicht kriegen wir noch ein Autogramm. Rosa, also irgendwann reicht ja wohl auch. Also hast du heute nicht schon genug erlebt? Also du brauchst wirklich eine Bestrafung dafür. Schließlich hast du dich einfach rausgeschlichen, anstatt dass du mit mir hier hingegangen bist. Und tut mir leid, Chad, dass du hier jetzt so mit reingezogen wurdest, aber das geht einfach nicht. Oh Mann, okay. Sorry, Chad. Wegen mir ist alles gut, also da brauchst du dich nicht entschuldigen. Jojojo, wollt ihr echt schon einfach abhauen? Eure Tour ist ja noch gar nicht fertig. Hm, was ist los? Hallo? Ihr habt beim Gewinnspiel gewonnen, ihr hattet die goldenen Tickets. Dafür bekommt ihr auch noch eine Backstage-Tour und könnt noch mit Conan Gray und der Band abhängen. Oh, stimmt ja. Oh Mama, dürfen wir das bitte? Bitte, 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 bitte. Das wäre das Allerbeste, was jemals in meinem Leben passieren würde. Also es ist langsam spät und wir müssen auch nach Hause. Soll ich hier einfach warten oder wie? Aber Frau Regenbogen, Sie haben doch auch beim Gewinnspiel gewonnen. Sie haben auch ein goldenes Ticket. Sie dürfen natürlich auch mit abhängen. Ach ja, stimmt ja. Na, wenn das so ist, na dann nicht sie los. Yippie! Conan, hier bin ich. Ja, na klar, unterschreibe ich noch das Poster. Und bitteschön. Okay, schönen Abend noch. Hey, ihr zwei, euch kenne ich doch von der Bühne. Was geht? Oh mein Gott, Conan, das Konzert war einfach so unglaublich cool. Und vielen Dank, dass du uns auf die Bühne geholt hast. Das werde ich für den Rest meines Lebens niemals mehr vergessen. Ach, das freut mich. Und hey, Sie da hinten, Sie müssen die Mutter sein, oder? Ja, hallo, ich bin die Frau Regenbogen. Ich bin die Mutter von Rosa. Also ich hoffe, Ihnen hat das Konzert auch gefallen. Ja, das war wirklich sehr schön. Hey, Conan, das sind die drei Gewinner vom Gewinnspiel. Das heißt, sie können jetzt noch ein bisschen mit euch abhängen. Auf den Pool-Floaties, du weißt schon. Ach ja, cool, ihr habt gewonnen. Okay, dann kommt mal mit und ich stelle euch die Band vor. Und dann haben wir noch einen schönen Abend zusammen. Also dann, Leute, einfach mir nach, hier durch den VIP-Eingang. Oh mein Gott, Conan Gray. Und wir warten schon den ganzen Abend. Ja, okay. Worauf wartet ihr genau? Wir würden einfach so gerne mit in den VIP-Bereich. Wir sind die allergrößten Fans. Bitte. Oh, so sorry. Ihr habt ja wahrscheinlich keine goldenen Tickets. Also, da könnt ihr jetzt leider nicht mit. Aber, also wenn ihr wollt, dann können wir vielleicht noch ein Selfie machen oder so. Echt? Wir können nicht mit? Na gut, ein Selfie wird wohl reichen. Komm, Kinder, lassen wir ihm doch mal ein bisschen Ruhe hier, ja? Oh Mann, erst hatte Conan dieses Konzert. Jetzt muss er sich die ganze Zeit noch mit den Fans beschäftigen und naja, im Prinzip sind wir ja auch Fans, mit denen er sich beschäftigen muss. Das klingt ja ganz schön anstrengend alles. Okay, danke schön, Conan. Okay, Leute, sorry nochmal für die Verspätung. Ich glaube, das waren jetzt aber alle. Okay, dann hier auf den Knopf drücken und willkommen im VIP-Bereich. Ah, wie cool ist das denn hier? Aber wie kommen wir da denn überhaupt hoch? Einfach hier über diesen Floaty und schwupps, schon ist man da. Okay, ich versuch's mal. Und hopp und hopp. Okay, cool, sind dann alle da? Dann darf ich jetzt mal die Band vorstellen. Das hier ist Clarissa, unsere Keyboarderin, Jay von den Drums und da hinten ist Liz vom DJ-Pult. Und auf der anderen Seite, hier sind Rosa, Frau Regenbogen und Chad, die Gewinner des Gewinnspiels. Oh, oh, wo sind denn meine Manieren? Wollt ihr vielleicht auch was trinken? Ich habe hier Tomatensaft. Wer möchte? Ansonsten ist auch noch was im Kühlschrank. Rosa, ich setze mich erstmal hier zu dir. Das Sofa ist ja groß genug. Und ich schau mal, was es hier im Kühlschrank gibt. Hundefutter? Was ist das denn? Nein, das ist doch kein Hundefutter. Das ist die Getränkemarke. Hier, Rosa, nimm du erstmal so ein Glas Tomatensaft. Das sprudelt auch so richtig schön. Okay, ich habe sowas doch nie getrunken. Schmeckt das? Mmh, das schmeckt viel besser, als ich dachte. Chad, gib du mir doch mal ruhig dieses Doggy oder Doggo. Das klingt eigentlich witzig.
Ich habe hier jetzt auch noch so eine Erdbeerlimo gefunden im Kühlschrank. Man kann es sich hier wirklich gut gehen lassen. Hey, guck mal, die haben einfach den VIP-Bereich offen gelassen. Das ist unsere Chance. Schnell, mach so viele Fotos, wie es geht. Colin, was ist denn jetzt los? Oh, das sind ein paar ganz miese Typen. Das sind Paparazzi. Die haben sich als Fans ausgegeben, aber eigentlich machen sie einfach nur Fotos von uns, die sie jetzt überall veröffentlichen wollen. Security! Okay, das war's. Schnell, hauen wir ab. Colin, was ist denn los? Was ist passiert? Da waren gerade, wie heißt das, Paparazzi. Die haben Fotos von uns gemacht. Zum Glück haben wir nicht gerade irgendwas Blödes gemacht oder so. Wir saßen hier doch einfach nur. Au, Backe. Oh, das ist natürlich richtig blöd. Ach, die ganze Security kümmert sich gerade darum, dass die Leute sicher aus dem Stadion hier raus können, vom Festivalgelände. Ich versuche sie aufzuspüren. Oh Mann, tut mir so leid, Leute. Ach, wahrscheinlich können wir da nichts mehr machen. Wir haben dich wahrscheinlich schon längst wieder rausgeschlichen hier. Naja, dann sind wir wohl morgen auf dem Titelblatt. Wie schlimm soll das schon werden? Ja, wir sollten uns auf jeden Fall nicht die gute Stimmung kaputt machen lassen. Lass uns doch ein bisschen abhängen. Oh, Colin, du bleibst echt immer so positiv. Cool. Hey Leute, das war echt ein richtig nicer Abend mit euch. Sollten wir vielleicht nochmal wiederholen, wenn ich wieder in der Stadt bin? Klar. Und richtig cool, dass du uns jetzt extra noch zum Bus gebracht hast. Okay, dann langsam werde ich auch müde. Gute Nacht. Ciao, Leute. Ach, endlich zu Hause. Ah, ich bin auch schon so müde. Ja, wir mussten ja jetzt gerade auch noch Chat wegbringen. War ein langer Abend. Hey, du musst doch ins Bett gehen, nicht hier mitten im Flur einschlafen. Oh, hab ich schon geschlafen? Oh, sorry. Na komm, ich bring dich nach oben. Und ab jetzt, weißt du ja, du hast jetzt Hausarrest. Echt jetzt? Hausarrest? Ja, das hast du dir jetzt selbst eingehandelt. Du kommst für die nächsten 2 Wochen direkt nach der Schule nach Hause und bleibst auch hier und verlässt das Haus nicht mehr. So, und jetzt mach dich Bett fertig. Och, Benno, Hausarrest, aber gut, hab ich wohl verdient. Okay, gute Nacht, Mama. Aber jetzt träume ich bestimmt erstmal richtig gut von dem tollen Tag. Und da bin ich mal echt gespannt, was morgen so in der Schule abgeht. Da kann ich ja allen davon erzählen. Na, 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 na. Hey, Rosa, was geht? Huch, was war denn gerade mit Hans los? Das hat er irgendwie komisch gesagt. Oh mein Gott, Rosa, da bist du ja. Geht's dir gut? Peppa, was kommst du denn hier so angerannt? Und warum sollte es mir nicht gut gehen? Ja, deine Mama war gestern bei uns und naja, sie hat gesagt, du hättest dich aufs Konzert geschlichen und sie hat dich gesucht und ich hab dich aus Versehen verraten. Es tut mir so leid. Ach, Peppa, da kannst du doch gar nichts für. Also, du wusstest ja nicht, dass... ich hab dich ja nicht in meinen Plan eingeweiht, weißt du? Alles in Ordnung, mach dir darum mal keinen Kopf. Ach so, okay. Dann ist ja gut. Aber erzähl doch mal, wie war's gestern auf dem Konzert? Oh mein Gott, das war so cool. Rosa, hier bist du. Gut, dass ich dich treffe. Weißt du noch gestern, als wir auf der Bühne waren und danach mit Colin Gray abgehangen haben? Warte mal, ihr habt was gemacht? Ja klar, weiß ich das noch. Wie sollte ich das denn vergessen? Ja, und dann kam da ja diese Paparazzi und, naja, die haben auf jeden Fall alles ins Internet gepostet und in allen Zeitungen abgedruckt und es wissen einfach alle Bescheid und reden über uns. Warte, was? Alle reden über uns? Wie meinst du das? Oh mein Gott, Leute, schaut mal, da ist Rosa. Oh, ich muss unbedingt ein Selfie mit ihr machen, sie ist berühmt. Ja, ich auch. Rosa, mach sie einfach ein Selfie mit mir, bitte. Gretchen, lass Rosa in Ruhe. Sie ist meine BFF. Na komm, Rosa. Mach ein Foto mit mir, bitte. Sorry, Gretchen und Regina. Nein, lass mich in Ruhe. Boah, voll sorry, Rosa. Die beiden übertreiben es völlig. Aber, also wenn du ein Selfie machen willst, kannst du es auch mit mir machen. Das wäre auch cool. Oh nein, du auch noch? Ich dachte, du wärst normal. Och Mann, ich muss hier weg. Hey, Rosa. Warte doch mal, was rennst du denn so weg? Wenn du mitkommen willst, ich versteck mich jetzt hier hinten. Oh Mann, Kalle, das ist mir gerade alles total unangenehm. Alle wollen auf einmal ein Foto mit mir machen. Na, kein Wunder. Du bist ja jetzt auch total berühmt. Also, warum hast du mir nicht erzählt, dass du und Colin Gray jetzt so beste Freunde oder was auch immer seid? Sind wir doch gar nicht. Na, wir waren halt beim Konzert und wir hatten VIP-Tickets und haben dann noch ein bisschen abgehangen. Ja, und ich war halt auf der Bühne und hab mit ihm gesungen, aber...
Deswegen sind wir doch jetzt nicht gleich beste Freunde oder sowas. Also, wenn du jetzt berühmt und so bist, dann musst du mich auf jeden Fall mal mit deinem Privatjet mitnehmen, ist doch klar, oder? Hä? Was für ein Privatjet? Kalle, was redest du denn da? Warum verhältst du dich jetzt auch so komisch? Na, war doch nur ein Scherz. Außer du hast wirklich einen Privatjet. Lass mich einfach in Ruhe. Oh Mann, soll mich einfach alle in Ruhe lassen. Ich versteck mich jetzt einfach hier auf dem Klo. Hey, Rosa, bist du da drin? Ach, ihr beiden seid's. Was gibt's denn? Wir wollten fragen, ob alles okay bei dir ist. Nein, gar nichts ist okay. Alle wollen jetzt einfach nur mit mir Fotos machen oder denken, ich wäre irgendwie berühmt oder so. Aber das bin ich doch gar nicht. Ich bin doch einfach nur Rosa. Das ist auch echt krass, wie du einfach jetzt überall so hochgehypt wirst. Ich meine, ich bin zwar auch auf den Fotos, aber du hast ja schließlich auch noch auf der Bühne gesungen und deswegen halten dich jetzt einfach alle für eine Berühmtheit. Das ist echt mega unfair, wie du behandelt wirst. Aber wir stehen dir auf jeden Fall bei. Vielleicht ist es morgen auch schon wieder alles vorbei. Lass uns einfach zum Unterricht gehen, oder? Ja, okay, vielleicht habt ihr recht. Danke, Leute. Jetzt geht's mir schon viel besser. Da, da drüben, da ist sie. Schnell, kommt! Hä? Was ist denn jetzt los? Hey, super für den Tipp, Kleine. So, ich mache jetzt die Fotos hier. Die verkaufe ich alle wieder an die Zeitung von dem kleinen Mädchen, das da auf der Bühne schon aufgetreten ist. Ich sag's dir, du wirst ganz groß rauskommen. Nein, das will ich doch gar nicht. Lass mich in Ruhe. Los, hinterher. Stopp, lass mich endlich in Ruhe. Oh Mann, endlich zu Hause. Rosa, was machst du denn zu Hause? Warum bist du denn nicht in der Schule und was ist denn da draußen los? Rosa, warum hast du denn so viele Freunde mitgebracht? Das sind nicht meine Freunde, das sind meine Fans oder Stalker oder Paparazzi oder sowas. Die lassen mich einfach nicht in Ruhe. Hey, ihr da draußen, verschwindet. Warum macht ihr Fotos von meiner Tochter? Weil sie jetzt berühmt ist. Haben Sie den Auftritt nicht gesehen? Den Auftritt? Meint ihr etwa das Konzert gestern? Wie auch immer, lassen Sie meine Tochter einfach in Ruhe. Und jetzt haut ab. Oh Mann, Mama, was machen wir denn jetzt?